Annette, sag mal, was machst du hier gerade? Ich mache aus der Kirsche eine Birke. Der Winter steht vor der Tür und wir stehen hier vor unserer kleinen Zierkirsche, die wir heute, ja, unserer jungen Zierkirsche, die wir jetzt vor der Kälte, die ja einfach bevorsteht, schützen wollen. Also wenn jetzt nachts richtig Frost war und tagsüber die Sonne von der Südseite richtig da drauf scheint, dann entsteht eine Spannung in der Rinde und dann kann es eben zu sogenannten Frostrissen führen, die dann Eintrittspforte für Krankheiten sind und den Baum dann schädigen. Okay, was kann man denn tun, um einen so jungen Baum vor genau diesen Spannungen zu schützen? Man wendet einen Trick an, den die Birke zum Beispiel naturgemäß hat, und macht die Rinde weiß. Und wir imitieren das letztendlich hier mit so einem Bio-Baumanstrich. Das ist ein Gemisch aus Kalk, genauer gesagt Calciumhydroxid. Ein bisschen Gesteinsmehl ist da drin und noch ein paar andere pflanzliche Extrakte. Und schützt eben den Baum dann, weil durch die weiße Farbe das Licht praktisch reflektiert wird. Das heißt, der Stamm kann sich dadurch nicht so aufheizen. Nicht so aufheizen, also es ist nicht diese extreme zwischen Kälte und Hitze, sondern er ist insgesamt ein bisschen geschützt. Genau. Den Stamm müssen wir noch ein bisschen abbürsten, damit wir lose Rindenteile oder irgendwelche anderen Sachen, die da lose drauf sitzen, richtig abbürsten. Damit machen wir das direkt. Die Farbe eben auch gut haftet. Ich gehe davon aus, dass der Baumanstrich auch bis ganz nach oben aufgetragen wird? Genau, bis zum Kronenansatz. Also den oberen Teil streichst du, ne? Eine große Frau ersetzt die Leiter im Haus. Gut! So, wir müssen Handschuhe tragen. Ich wollte sie eben ausziehen zum Deckel öffnen und brauchen auch eine Schutzbrille, weil das ein bisschen ätzend ist. Also wenn das in die Augen gerät, dann ist das sehr unangenehm. Aber dem Baum schadet es offensichtlich nicht? Nein, dem Baum schadet es überhaupt nicht. Das ist der Kalk, der dann ätzend wirkt. Und ich habe einen relativ langen Pinsel hier mit einem langen Stiel. Wenn man hochkommen muss. Dass man eben nicht ganz dicht am Stamm streichen muss oder mit dem Gesicht am Stamm ist, wegen der Spritzgefahr. Aber ich habe hier so ein paar coole Schutzbrillen mitgebracht. Hast du schon gesehen. Ich sag dir, Elton John wäre neidisch. Sieht gut aus. Die Farbe muss ja auch noch trocknen, also die braucht 24 Stunden, um zu trocknen. Das heißt, wenn es jetzt morgen Regen geben sollte, dann müssen wir überlegen, ob wir es noch machen. Ja. Das ist ja jetzt ein recht junger Baum, den wir hier bepinseln. Könnte man das auch bei einem älteren Baum? Das kann man auch an einem älteren Baum machen. Die jüngere Bäume sind ein bisschen gefährdeter, weil die eben noch so eine dünne Rinde haben. Wenn du jetzt einen alten Apfelbaum hast, zum Beispiel mit einer richtigen Borke, der ist nicht mehr so gefährdet, aber die sollten auch mit eingestrichen werden. Das heißt, wir streichen alle Bäume genau, im Garten? Genau. Bis wohin müssen wir denn jetzt hier oben gehen? Bis in den, so weit du kommst. Okay. Bis in den Kronenbereich. Muss man den Anstrich jedes Jahr erneuern? Ja, sollte man machen, auf jeden Fall. Also der kann auch im Sommer draufbleiben, das ist überhaupt nicht schlimm, dann wirkt er eben weiterhin Sonnenlicht reflektierend, ne? Der Stamm heizt sich nicht so auf, das ist nicht schlimm, aber wie gesagt, es wäscht sich ab und dann machen wir es im Herbst, erneuern wir den Anstrich. Also nachdem ich jetzt meinen ersten Schock überwunden habe und du aus unserer Kirsche keine Birke zauberst, sondern das durchaus einen Zweck hat, habe ich ein paar Learnings für heute mitgenommen, die für euch vielleicht auch ganz wichtig sind. Man kann das einmal im Jahr machen, ob im Sommer oder Herbst, ist eigentlich egal, Hauptsache man macht es einmal im Jahr.
weil das die Bäume vor Frost schützt und auch vor der extremen Hitze, also dass da einfach diese Spannung nicht entsteht. Und wenn ihr das zu Hause auch machen wollt oder da irgendwelche Fragen noch zu habt, dann schreibt uns gerne in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sind wir bald wieder für euch. Natürlich im Garten. Ohne Pinsel. Macht's gut. Tschüss. Ciao.